HIFA Austria ist eine Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und hat unter anderem eine Tochterorganisation in Nigeria. Diese bat schon zu Beginn des 21. Jahrhunderts um Errichtung eines Zentrums für Handwerksausbildung, ein sogenanntes Skill Acquisition Center, in Calabar im Bundesstaat Cross River, ganz im Südosten des Landes. Und im November 2010 wurde die Stadt besucht. Der Erzbischof von Calabar hatte der HIFA einige Hallen zur Verfügung gestellt, wo es schon vor dem Biafra-Krieg eine Handwerksausbildung gegeben hatte. Einige alte Maschinen und Werkzeuge waren vorhanden, mit denen eine Ausbildung begonnen werden konnte. Im Laufe des Jahres 2011 wurden Maschinen und Werkzeuge zusammengetragen, zum Teil aus Spenden, zum Teil angekauft. Rund 13 Tonnen wurden in einen 40-Fuß-Container verladen und für den Transport gesichert. Die Hallen waren in der Zwischenzeit durch die nigerianischen Partner mit einem neuen Dach und neuer Farbe versehen worden. Im März 2012 wurde der Container in Calabar in Empfang genommen. Groß war die Spannung, als die Türen geöffnet wurden. Befreiendes Aufatmen. Alles war auf seinem Platz geblieben. Die rund 8000 Kilometer lange Reise per Lastwagen, Eisenbahn, Schiff und wieder Lastwagen, wobei die letzten 800 Kilometer auf abenteuerlichen Wegen zurückzulegen waren, waren gut überstanden worden. Nach dem Ausbrechen der Tür konnten die beiden Drehbänke in die Halle gebracht werden. Es wurde wie bei den alten Ägyptern gemacht, mit Rohren, Seilen und Muskelkraft. Im Februar 2014 war es soweit. 15 Herren mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen nahmen am Kurs teil. Als erstes wurde eine Werkbank errichtet. Dazu mussten Profile angezeichnet und abgesägt werden.
Unebenheiten waren auszufeilen. In die Tischbeine wurden Muttern geschweißt, um mit Justierbolzen eine sichere Aufstellung des Tisches zu erreichen. Für diese Arbeiten reichte die Stromversorgung mit nur einer Phase. Zwei junge Lehrer aus der Berufsschule für Maschinen, Fertigungstechnik und Elektronik in Wien 7, Apollogasse 1, begannen mit der Ausbildung der Lehrer. Als endlich Drehstrom aus dem eigenen Generator zur Verfügung stand, konnten die ersten Drehübungen begonnen werden. Jeder Kursteilnehmer machte einen Bolzen mit Außen- und Innengewinde, um die Teile zusammenschrauben zu können. Erstmals erlebten die Menschen hier, dass mit ihren eigenen Händen gefertigte Teile lehrbuchmäßig zusammengebaut werden konnten. Endlich stand neben der bereits vorhandenen Sauerstoffflasche auch eine Acetylenflasche zur Verfügung und es konnte autogen geschweißt werden. Ganz wichtig, die Kursteilnehmer arbeiteten mit großem Eifer mit und begannen während des Kurses bereits, einander zu unterweisen und zu korrigieren. Bei einigen Teilnehmern wurde der Eindruck gewonnen, dass sie es wirklich verstanden haben, wie ihr theoretisches und umfangreiches Wissen in die Praxis umgesetzt werden kann. Fortsetzungskurse werden sicher nötig sein. Der Anfang ist gemacht.